Er fand eine Ersatzfeder, möglicherweise ganze Zahlen zu blinken, an der Augen in unser Kosmos Zimmer und gleichzeitig konnte er sich zukommen. Die Gelegenheit, sich ein bisschen zu entspannen, hat er verdient. Wirklich. Was aus dem Kiefer zu Hause gehört, ja. Jenny hatte zwar wirklich was dagegen, aber sie fand es anscheinend, glaube ich, toll. Naja, manchmal auch unverdient. Auf der anderen Seite ist die verrückte Sache. Formal gesehen hätte man ihn dafür entlassen können. Der Arbeitsvertrag im King Boyle Hotel war eindeutig. Keine Drogen, ob legal oder illegal und kein Alkoholdienst. Zu einer anderen Zeit wäre es vielleicht auch nicht nur eine Formsache gewesen. Kozlowski wäre tatsächlich wegen Rauchens Dienst gesteuert worden. Aber seit die Joints von seinem Empfangschef gekommen hatte, nahm er nicht an, dass seine Position als stellvertretender Empfangsleiter eine große Gefahr war. Vermutlich hätte er auch ein bisschen mit Haschisch versetzten Süßkram oder Schokolade essen können, wie es viele weibliche Mitarbeiter tun, wie der Geruch des Feuerzeugs. Er liebte es herumzustehen und den Joint bis auf einen kleinen Schlummel herunterzurauchen. Aber als grasrauchender Empfangschef konnte er nun mal nicht einfach hinten auf die Ladewanne hinaustreten. Er musste sich zumindest bemühen, ein bisschen diskret zu sein. Normalerweise hätte es gereicht, in die Wäschekammer zu gehen und sich neben den Lüftungsschacht zu stellen, aber da das Bild des Gebäudes widersetzt werden musste, lag der Unterkeller näher. Der Aufzug fuhr ins Erdgeschoss und deshalb musste das Bild aus dem Kosmos Suite nach einer Brücke in den Pumpen gelegt. Das Licht kam von einer alten Klarglas-Glühlampe unter der Decke, die mit einer herabhängenden Kette reingeschaltet wurde. Es sammelte sich am Fuß der Treppe und der Raum dahinter war ein schwarzes Loch. Gerade hell genug, um die Kette an der nächsten Glühlampe Baum zu sehen. Er schwingte ins Schleife sein Gesicht, als er weiter ging, um die nächste Lampe einzuschalten. Er wischte die klebrige Kette ab, rollte sie zwischen die Finger zusammen und schnitt sie beiseite. Vor allem, was passiert war, sollte ihn ein Spinnennetz eigentlich ausrasten lassen. Aber er leitete nicht, dass er das Große. Der Unterkenner erschreckte sich nicht über das gesamte Hotel, aber war sehr groß. Wenn die Deckenhütten immer den Plunder der Jahrzehnte hinausgerollt hätte, hätte das Personal hier unten Basketball spielen können. Kozlowski hob die Hand und machte einen Wurf mit dem Kopf, sagte er. Er hätte sagen können, weshalb er sich nie als die Chicago Bulls in der Gemeinde Jones sah. Es war nur Steve Kerr, der unbeholfene White Boy und Werfer, den Kozlowski gern darstellte, der Basketball spielte. Die meisten Leute kannten Kerr wahrscheinlich als Coach, als Spieler, aber Kozlowski wusste noch, dass er der Boss auf dem Court war und zu klein war. Nicht, dass Kozlowski wirklich im Leben hätte werfen können, aber in der Fantasie. Er verfolgte die Flugbahn zum unsichtbaren Glasmittelmanns über zwei übereinander gestapelte Supersimmel. Vorbei am Friedhof zu kommen, dann muss die Zähne nicht auf den Bergenschlafen stehen, dass die Wunderung von Konzept Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe m